Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Saubertin. Heute gibt es einmal das Meta nach der letzten Banlist für alle, die unter einem Stein gelebt haben. Es gab eine Banlist und das ist einmal so der erste Ansatz für das neue Meta-Format. Wenn ihr euch jetzt denkt, was ist die Pappe da hinten? Dazu kommt noch ein Video, wahrscheinlich nächste Woche, denn da ist ein bisschen Stuff gekommen. Aber wir sagen, gehen wir direkt einmal in die Tierlist rein. Ich mache es mir jetzt relativ einfach, ich will euch nur kurz erklären, wie ich das aktuell sehe und warum ich denke, dass die Decks aktuell da sind, wo sie sind. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem ersten Deck. Das ist Altergeist. Das kommt wie immer Tier 3. Ist nicht wirklich besser geworden, ist auch nicht schlechter geworden. Die Konkurrenz ist halt immer noch relativ stark, deswegen bleibt es erstmal da. BA kommt auch hier in Tier 3 rein. Ist halt ein okayes Deck, macht halt nicht so viel. Tier 2 kommt Bird Up rein. Die Barrier Statue ist jetzt deutlich mächtiger, als sie vorher noch gewesen ist, weil sie gegen Drytron halt echt gut ist. Und deshalb ist Bird Up erstmal auch Tier 2. Ist ein ganz gutes Deck. Buster Blader kommt in Irrelevant rein. Auch wenn es halt mit Ilian da getoppt hat und der Guru weint, aber kommt erstmal da rein. Cyberdrache kommt dahin. Dinos kommt für mich in Tier 2. Es ist zwar deutlich schlechter geworden, aber es ist halt immer noch trotzdem ein ganz schön scary Deck. Vor allem mit der Scrap Engine. Könnte das jetzt ein bisschen was reißen, also auf jeden Fall Tier 2 ist. Wir werden es auf jeden Fall nochmal sehen. Dragonlink packe ich zu Tier 3, es hat ganz schön getankt. Es könnte sein, dass das im Laufe des Formats ein bisschen nach oben climbt mit der Dragoonity-Variante, aber erstmal sehe ich es in C3. Dann haben wir Drytron. Drytron ist das aktuelle Deck to beat. Viele werden erstmal zu Drytron springen, das Deck testen, das heißt in den nächsten 1 Wochen werdet ihr das Deck hoffentlich sehen. Ich weiß nicht, wie es bei der WCS aussehen wird, aber erstmal Drytron das Deck to beat. Haltet das im Hinterkopf. Gutes Deck. Earth Machine kommt zu C3. Eldritch kommt auch zu C3. Ist halt kein schlechtes Deck, aber es kommt eher hier hin. Genmaju kommt zu irrelevant, weil es irrelevant ist. Guru kommt auch zu Tier 3, kommt direkt neben Altergeist. Ja, gehört auf jeden Fall hin. Dann haben wir Heroes, auf jeden Fall irrelevant. Infernoble packe ich mal hier zu Tier 3. Hat ja getoppt, ist also kein schlechtes Deck. Wir packen es mal dahin, vielleicht sehen wir es bald ein bisschen häufiger. Medolche kommt leider wieder hier hin, hat halt nichts gerissen. Muss leider in irrelevant rein, genauso wie Orkust. Und Baleo und auch Pendulum, auch wenn sie ein bisschen was zurückbekommen haben, können trotzdem rein. PK sehe ich aktuell als Tier-2-Deck, ist ein richtig, richtig gutes Deck. Gehört für mich aktuell dahin und wird sogar mit dem neuen Utopia Structure Deck, wo wir ja wahrscheinlich die neue Karte bekommen werden oder vielleicht in dem Set was kommen wird, wenn wir die Karte auf jeden Fall bekommen. Das ist dieser Nummerdrachen, der halt was negieren kann, was klauen kann. Die können das halt ganz gut spielen. Prankits, Tier-1, definitiv super, super gutes Deck. Rocks kommt für mich in Tier 3. Ist kein schlechtes Deck. Es macht ein bisschen was. Aber es kommt in Tier 3, da reicht es halt. Salamangreat. Mit dem Update der Banlist in Tier 3. Es ist deutlich konstanter geworden. Aber mehr wird es leider auch nicht machen. Shadol kommt zu Tier 1. Und zwar ganz weit vorne. Ziemlich gutes Deck aktuell. Keine Hits bekommen. Gutes Deck. Striker kommt für mich in Tier 2. Engage ist halt eine gute Karte. Wir müssen das respekten und auf jeden Fall da sagen, vielleicht wird das in Tier 2 landen. Wir werden es sehen, wenn die Banlist halt dann ein bisschen abgeklungen ist, das Format sich ein bisschen gefestet hat. Dann werden wir sehen, was damit passiert. Stun, irrelevant. Traptics, leider auch irrelevant. Schade eigentlich, cooles Deck. Unchained, leider auch aktuell irrelevant. Aber cooles Deck auf jeden Fall. VW sehe ich aktuell auch wieder im Tier 1 Bereich, weil alle Decks haben so ein bisschen was verloren. VW ist noch genauso spielbar und das hat es halt nicht schlechter gemacht. Also gutes Deck. Und die meisten Handtrips, die gegen die anderen Decks gut sind, machen gegen VW nicht ganz so viel. Water kommt in Irrelevant, cooles Deck, aber macht nicht viel. Zombies leider auch in Irrelevant rein, macht leider auch nicht mehr ganz so viel, vor allem die Decks hier oben macht es halt gar nichts. Tribigate, Zodiac kommt auch zu Tier 2. Es ist immer noch gut spielbar, ohne Dryland fehlt natürlich ein bisschen was, aber wir werden sehen, wie das quasi sich so shapen wird, ob das halt wirklich relevant wird. Lass auf jeden Fall liegen. Zodiac packen wir auch zu Tier 3. Wir werden sehen, was passiert. Und neue Addition hier in meiner Liste ist Etignista. Und das packen wir mal zu Tier 2. Es ist kein schlechtes Deck. Es wird ein bisschen was machen. Was es genau tun wird, keine Ahnung. Das war's aber schon mit meiner neuen Meta-Tier-Liste nach der aktuellen Banlist. Wir werden uns in 2 Wochen, wahrscheinlich kurz vor oder kurz nach der YCS, hier wiedersehen mit der neuen Meta-Tier-Liste. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag dann. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.